Sehnen sind bandartige Strukturen im menschlichen Körper, welche die Muskeln mit den Knochen verbinden und somit bei der aktiven Bewegung der Gelenke helfen. Um voll funktionstüchtig zu sein, gibt es im Schultergelenk eine Besonderheit, die Rotatorenmanschette. Dieses Gefüge, bestehend aus vier Muskeln und deren Sehnen, stabilisieren die Schulter maßgeblich. Sie legen sich wie eine Manschette rund um den Kopf des Oberarmknochens und decken das Schultergelenk dabei dachartig ab. Eine Schädigung der Rotatorenmanschette beginnt in vielen Fällen im Bereich der Supraspinatussehne. Wie auch die Sehnen der anderen Muskeln der Rotatorenmanschette verläuft die Supraspinatussehne unmittelbar auf der Gelenkkapsel in einem engen Raum unter dem knöchernen Schulterdach. Eine Verletzung der Rotatorenmanschette liegt vor, wenn eine oder mehrere Sehnen der vier Muskeln verletzt oder gerissen sind. Eine Etage tiefer lauert die Gefahr durch das typische Springerknie, auch Jumper's Knee genannt. Im Kniegelenk treffen folgende drei Knochen aufeinander: der Oberschenkelknochen, das Schienbein und die Kniescheibe. Die Patellasehne ist ebenfalls Teil der Gelenkkapsel und verbindet die Kniescheibe mit dem Schienbein. Ständige, abrupte Bewegungen, wie sie bei einigen Sportarten vorkommen, können zu Verletzungen der Patellasehne führen. Durch dauerhafte Überlastung des Kniegelenks kommt es zu degenerativen Prozessen an der Patellasehne. Bekommt die Sehne nicht genügend Zeit, sich zu erholen, kann ein Dauerschmerz entstehen. Obwohl so stark und doch so schwach. Die Achillessehne ist mit ihren 10 bis 12 cm die längste Sehne des menschlichen Körpers. Sie verläuft auf der Rückseite des Unterschenkels und kann sich kaum dehnen. Ein Achillessehnenriss entsteht meist, wenn das Gewebe der Achillessehne bereits vorgeschädigt ist. Typischerweise schmerzt es nach einer Verletzung nicht in der Nähe der Ferse, sondern 2 bis 6 cm oberhalb des Ansatzes. Dort wehrt sich der Körper gegen die Überlastung. Er versucht, dem schwächelnden Bindegewebe zu Hilfe zu kommen, es zu vermehren und so zu stärken. Diese Hilfsaktion lässt sich von außen gut erkennen, denn die Sehnen verdicken an den Stellen. Es wachsen winzige Blutgefäße ein, um die Umbauvorgänge zu unterstützen. Mit den Gefäßen schieben sich auch Nervenzellen vor. Sie melden die Schmerzen. Dieser an sich sinnvolle Umbau hat allerdings einen Haken. Das neue Gewebe ist von minderer Qualität. Die Sehnen sind zwar verdickt, aber nicht besser vor Überlastung geschützt als zuvor. Welche neuen Möglichkeiten bieten sich bei Verletzungen der Achillessehne, der Patellasehne und der Rotatorenmanschette? Tendo Plus wurde speziell für das Weichteilgewebe entwickelt. Es wird peritendinös, nicht in, sondern um das verletzte Sehnengewebe gespritzt. Nach dem Einstich der Nadel wird beim Zurückziehen ein Drittel der Substanz entleert. Kurz bevor die Nadel die Einstichstelle verlässt, wird eine Rotation durchgeführt. Die Nadel wird wieder in Richtung Verletzung geführt und ein weiteres Drittel entleert. Das letzte Drittel wird beim endgültigen Zurückziehen der Nadel appliziert. Es bildet sich eine gelartige Struktur. Ein sogenannter Fibrinkomplex legt sich um die Verletzung. Zusätzlich findet eine aktive Wirkung auf das traumatisierte Gewebe statt, welches die Wundheilung beschleunigt und die Narbenbildung stark einschränkt. Die neu entstandene Sehnenstruktur ist erheblich belastbarer und die Gefahr einer wiederholten Verletzung sinkt. Die Dosierung beträgt 4 Spritzen, jeweils eine Injektion pro Woche.